Amerikanische Bauweise, oder? Wie kommt ihr überhaupt hierher? Hat die Fledermaus dagelassen, als wir sie geschnappt haben. Es muss irgendeine Art von Falle dran sein. Das muss man ihm lassen. Batman ist ein verdammt gerissener Hund. Er hat immer ein Ass im Ärmel. Jetzt nicht mehr. Quinn hat ihn und wird ihn umlegen. So einfach ist das. Der ist erledigt. Joker ist tot. Und bald ist Batman dran. Das wird die Welt verändern. Naja, ob das jetzt die Lösung ist? Was macht Robin hier? Wie viel habe ich von den Dingern? Komm runter und kämpfe! Was ist los? Traust du dich nicht hier runter? Bist du zu feige, um gegen mich zu kämpfen? Komm runter, beweis mir... Rauch! Das ist nicht vorbei. Oh nein. Dann bleibst du eben da. Ist mir doch egal. Feiges Huhn! Komm runter, ich werde dich umlegen! Dann bleibst du eben da, ist mir doch egal! Versteck dich nur da oben! Du hast Angst vor uns? Kein Wunder! Was ist los? Läufst du jetzt heulen zu deiner Mami? Du wirst gebraten. Hey, komm runter und kämpfe! Das sind so die Momente, da denke ich, bescheuerte amerikanische Superhelden-Comics. Würde ich einen Superhelden-Comic zeichnen, hätte der Knarren. Und zwar eine vernünftige. Mit einem vernünftigen Visier, da würde ich den Typen da unten... Das sind doch Schwerstkriminelle. Hä? Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwelche unschuldigen Opfer einer traumatischen Kindheit, bla bla, mi mi mi. Das sind Schwerstkriminelle. Ja, sagen wir doch mal ehrlich. Das ist Notwehr, das ist eine ganz klare Notwehrsituation. Ich finde hier 7 gezielte Kopfschüsse absolut akzeptabel als Notwehrreaktion. Also, immer diese Gewalt, also vor allem gewaltfrei ist ja auch nicht. Wir brechen den Knochen, wir verdreschen die bis Anschlag, die liegen doch alle wochenlang im Krankenhaus. Gut, die sind ja tot, aber als ob bei denen noch großartige Besserung eintreten würde. Also das sind Momente, da ärgere ich mich, dass der beknackte Robin nur so einen blöden Stock hat.